Ja Leute, was geht ab? Easy Linio hier und ich heiße euch herzlich willkommen zur Azubi Fakten on Tour. Ich bin heute bei der Stadtwerke München und bin heute schon extra früh aufgewacht, denn ich freue mich, was über den Elektroanlagenmonteur zu lernen. Was genau passiert? Keine Ahnung. Kommt mal mit. Also, Ortet steht, ich lerne jetzt Maxi kennen, der erzählt mir was über die Ausbildung zum Elektroanlagenmonteur. Schauen wir uns das Ganze mal an. Komm. Hi Maxi. Servus. Alles klar? Ja, bei dir. Danke für die Einladung erstmal. Gerne. Du sag mal, was machen wir heute eigentlich? Also als erstes zeige ich dir ein bisschen was Technischeres, einen Messaufbau und danach dann auf einer Stelle draußen ein bisschen was Praktisches. Cool. Dann mal los, oder? Ja, gerne. Also Maxi, sag mal, was macht man in der Ausbildung zum Elektroanlagenmonteur eigentlich? Also im ersten Lehr hauptsächlich sowas, wie wir hier sehen, elektrotechnische Grundlagen, wie hier das Messen. Mhm. Im zweiten, dritten Lehr ist man im Betrieb draußen auf Versetzung und macht mehr praktische Arbeiten, wie zum Beispiel die Stromversorgung fürs Oktoberfest. Puh, cool. Und was passiert mit dem ganzen Spaß hier eigentlich? Also hier haben wir unseren Messtransformator, auf Widerstände, auf Kondensatoren. Und das Oszilloskop zeigt die Phasenverschiebung und die Sinuskurven des Aufbaus an. Das schaut ziemlich kompliziert aus mit dem Ganzen. Fühlt mich ein bisschen wie ein Arzt in OP, wenn ich das so sehe. Ja, es sieht wirklich komplizierter aus, als es ist. Wenn man sich da mal reingefuchst hat, hat man den Dreh relativ schnell raus. Vielleicht sollte ich auch mal eine Ausbildung machen. Du hast vorhin was von Oktoberfest gesagt. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja, können wir gerne machen. Super, geh mal. Wir sind jetzt hier über die Theresienwiese gelaufen und Maxi, sag mal, wo genau befinden wir uns eigentlich? Also wir befinden uns in einer stationären Trabostation. Von hier aus werden zur Wiesenzeit die Zelte mit Strom versorgt. Cool, kann ich das auch mal machen? Ja, aber bevor wir hingehen, ziehen wir noch unsere Helme auf. Alles klar. Okay Maxi, wie funktioniert das hier denn? Von hier aus, wenn wir einsichern, versorgen wir die Zelte mit Strom. Ich zeig dir das jetzt mal. Zum Einsichern legst du einfach die Sicherung ein, dann drückst du die Hebel hoch und wenn eingesichert ist, geht hier oben die Leuchte an. So kannst du überprüfen, dass Spannung anliegt. Aha, kann ich mal? Ja, gerne. So, jetzt haben wir alle Zelte mit Strom versorgt und es kann gescheit gefeiert werden. Hey Maxi, jetzt weiß ich, wie man die Wiesen mit Strom versorgt, aber sag mal, wenn man das Interesse an der Ausbildung hat, was sollte man mitbringen? Also man sollte auf jeden Fall einen qualifizierenden Mittelschulabschluss mitbringen, dann ein gutes handwerkliches Geschick. Ja. Man sollte gut in Mathe und Physik sein und Team- und Kommunikationsfähigkeit sollte man mitbringen. Cool. Hey Maxi, dann bedanke ich mich. Gerne. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also Leute, hier nochmal die wichtigsten Facts für euch. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Ihr könnt im ersten Ausbildungsjahr schon über 1000 Euro verdienen und habt noch weitere Zulagen und Zuschüsse on top. Die Ausbildung geht immer zum 1.9. und die Bewerbung ist immer 1 Jahr vorher. Ihr könnt sogar einmal die Woche mit eurem Ausbilder zum Kicken gehen. Ich meine, worauf wartet ihr noch? Hier ist der Link für alle weiteren Infos. Peace und bis bald.